Kinemuse. So, heute haben wir bei der Hoferler Zirchmanufaktur und mit Zuchtmann an Michael bei seiner Arbeit. Michael sitzt schon da und Grüß dich. Servus. Schön, dass wir jetzt mal bei dir vorbeischauen können und mal deine Werkstatt da anschauen können. Jederzeit bei der gerne. Hoferler Zirchmanufaktur. Da oben kann man es ja gut lesen. Die ganze Werkstatt schaut auf den ersten Blick schon mal sehr aufgeräumt aus. Was machst du denn gerade? Was arbeitest du denn gerade? Ja, jetzt baue ich gerade die Riskantmechanik, baue jetzt gerade zusammen für die neue Zirch. Da sind jetzt da schon die Klavishebel sind alle schon gefräst worden. Klavishebel sind das. Die sind selber rausgefräst worden. Dann kommt da unten noch dieser Bug rein, dass das zwischen den Griffstangen durchläuft. Und das ist jetzt schon, die sind alle unterschiedlicher Länge, weil die noch gebogen werden müssen und müssen dann danach die entsprechenden Klappen müssen dann da noch drauf geklebt werden, damit das Ding dann noch dicht wird. Ja, das schauen wir uns ja noch alles einmal an. Konntest du mir der Werkstatt grundsätzlich zeigen, weil wir haben jetzt ja da reingekommen und ich kenne mich noch nicht so richtig aus. So sagen, wo geht's denn eigentlich los mit der Zirchbauerei? Ja, also eigentlich geht's los wie mit jeder Zirch, mit dem Holz. Also als allererste Linie müssen wir uns mal ein Holz aussuchen, damit du mal unten reinschaust, da siehst du da ganz verschiedene Hölzer. Ah, ja. Theoretisch kann man da alles Mögliche nehmen. Ich habe sogar schon USB-Platten verwendet, einfach nur Gaudi halber. Ich habe die erste Zirch, was ich gebaut habe, da habe ich einen alten Wohnzimmertisch auseinandergesägt. Okay. Und genau, da kommt dann das Rohmaterial. Ist die dann was geworden, die aus dem? ja, die ist was geworden. Die steht, glaube ich, sogar auf den Internetseiten. Ah, pass auf, okay. Da werden auch schmale Platten rausgeschnitten. Okay. Und da sieht man dann ganz schnell, was für Charakteristik das entsprechende Holz hat. Das ist zum Beispiel beides ein Apfelholz. Da sieht man jetzt halt den Unterschied zwischen Spind- und Kernholz. Ja, das heißt, wenn man sowas machen will, dann wird die Zirch quasi zweifarbig. Oder Spindholz heißt es. Spind- und Kernholz, genau. Okay. Das Kernholz, wie der Name sagt, ist innen drin, das liegt näher am Kern. Und das Spindholz, das ist in dem Fall das hellere, das ist draußen, da wo dann da die Rinde ist. Genau. Und da ist der Übergang zwischen Spind und Kernholz, ist einfach dieses markante, zweifarbige. Ja, das hat in der Regel, fast jeder Baum. Wenn man da mal reinschaut, da sieht man es dann ganz, ganz gut. Das ist da der Übergang zwischen hell und dunkel. Mhm. Und je nachdem, was man haben möchte, kann man dann eine zweifarbige, sage ich immer, oder eine einfarbige machen. Entweder hell oder dunkel oder eben zweifarbig. Ja, und so geht's los. Dann werden da quasi jetzt erstmal so flache Bretter rausgeschnitten. Mhm. Nachdem die flachen Bretter rausgeschnitten ist, in der Regel habe ich dann da die ganze Arbeitsplatte voller dieser flachen Bretter. Und dann ist eigentlich das der wichtigste Schritt, der die Optik eigentlich gibt. Das sind so Schablonen. Da kann ich mir dann ganz genau raussuchen, wie soll die später ausschauen, die Zirch. Ja? Soll die jetzt entweder hell oder dunkel werden? Oder wie auch immer, genau. Wenn jetzt einer bei dir Zirch aussucht, rotzt dem zu irgendeinem Holz, weil du sagst, das ist besonders gut geeignet, oder kannst du eigentlich jedes Holz verbauen? Oder, weil wenn ich mir jetzt natürlich als Laie Zirch bauen lasse, kommt natürlich auch so, dass ich, oder kann ich vergreifen beim Holz, sagen wir so. Kannst du in der Regel nicht vergreifen. Man muss klar sagen, Hartholz, also Obstholz zum Beispiel, Hartholz ist schwerer, das macht die Zirch einige Gramm schwerer, und wenn man eine Fichte nimmt, das ist ein ganz leichtes Holz, das ist eine ganz leichte Zirch dann, aber ist natürlich wesentlich anfälliger, wenn man irgendwo hinstoßt, man hat einen kleinen Deller drin und einen Datscher drin. Also ich empfehle, wenn man eine Zirch kauft und wenn man einen Haufen Geld ausgibt, dann sollte es ein Hartholz sein, weil es einfach robuster ist, die Zirch. Und man kennt das beispielsweise, wenn man da jetzt mal herschaut, das ist jetzt ein Apfel, ein Hartholz, da wenn ich mit dem Fingernagel reindrücke, da sieht man nur ganz wenig. Also da muss man fest aufdrucken, damit man da an dem Holz was verkratzen kann. Und wenn es dann fertig ist, da sieht man dann fast keine Kratze, wenn man irgendwo hinkommt. Jetzt, wenn ich aber eine Fichte nehme, das ist zum Beispiel sowas. Das ist ein Fichtenholz. Da, wenn man dann da mit dem Nagel ein bisschen reingeht, man sieht da, die Rillen werden viel tiefer und es wirft einen Schatten, weil es ein helles Holz ist. Also das heißt, Fichtenholz sind eigentlich viel anfälliger, wenn es darum geht, dass die nicht so schnell verkratzt werden. Also Hartholz quasi. Also Hartholz. Gut, die Fichten kann man wahrscheinlich ja, wenn man jetzt sich gar nicht auskennt, im Internet auch googeln, was so die Holzarten für Dichten haben und wie schwer die sind und wie hart und so weiter. Also in der Regel, Fichte wird eher selten verwendet fürs Innenleben. Da wird Fichte genommen, weil es da schön leicht ist. Und das ist ein Klangholz, das ist eine Bergfichte, das ist ganz eng gewachsen, ganz enge Jahresringe. Okay. Braucht man, damit eben das schön vibriert und schön schwingt. Okay.
das Ganze. Ja, genau. Und dann haben wir da jetzt quasi, haben wir uns da rausgesucht, wie es da die Kisten ausschauen soll. In dem Fall, das ist jetzt ja eine Buche, die soll relativ schlicht und einfarbig sein. Mhm. Ja, vorne habe ich geschaut, dass ich ein bisschen Leben und Spiel mit einbringe. Das ist dann auch so mit diesem Hell, Dunkel. Mhm. Das schaut halt einfach schön aus, wenn es ein bisschen Leben hat, das Holz, als wie wenn es so schlicht ist. Mhm. Oben haben wir eine schöne dunkle Mooreiche genommen. Das macht einen schönen Kontrast zu dem anderen. Und ich sage mal, wenn man sich so ein Zirch kauft, weniger ist oft mehr. Bringt es nicht so viel Farbspieler rein, lasst es eher schlicht, macht so 2, maximal 3 Farbabstufungen rein, dann schaut das einfach zeitlos aus und schaut gut aus. Aber das ist eine Geschmackssache, okay. Je nachdem, wie es halt einer haben will. Wenn einer das Holz dann hat, dann geht's weiter, du machst den ersten Schritt und... Genau, dann kommt das Ganze dann da drauf auf meine China-CNC-Fräsen und da werden dann die ganzen Stirnbretter, die ganzen Optikbretter werden alle rausgefräst. Aber zum Beispiel habe ich da jetzt Lufttaschen. Den da so drin, die müssen wir raus und müssen nur mit der Hand, müssen die noch halt noch. Das machst du alles selber, oder? Das mache ich alles selber. Was machst du alles selber bei deinen Zirchen? Eigentlich alles. Eigentlich alles. Das heißt, du weichst quasi, oder sagen wir mal so, was machst du nicht selber? Weil also genau, fangen wir eher so an, was mache ich nicht selber? Also wenn da habe ich jetzt mal so eine Küchen aufgebaut gehabt oder aufgemacht gehabt, also was ich definitiv nicht selber mache, das ist klar, das ist das Stimmmaterial da drin, das sind die Stimmzungen, das sind gekaufte, da braucht man zu viele, zu große Maschinen, um das zu machen. Da gibt es 3, 4 Hersteller, wo das machen, von denen kann man die beziehen. Aber das macht jeder Zirchbauer, kauft die zu, da gibt es keinen, der diese Stimmzungen auch selber macht. Genau, ansonsten, also wie gesagt, Stimmmaterial, das mache ich tatsächlich nicht selber und die Schaltrichter. Du machst auch nicht selber. Gut, gut. Die mache ich auch nicht selber. Aber das ist jetzt ja eine Optiksache, der Schaltrichter, glaube ich. Genau, oder? Man kann eine holzige nehmen, das in dem Fall ist es Metall. Und gut, Riemer sind aktuell noch die Rohlinge im Zukauf, das wird dann da noch eingelasert zum Beispiel. Oh, ja. Da kann man sich ja dann austoben lassen. Aber ansonsten wird eigentlich alles... Also von der Mechanik, von der Zirch machst du quasi alles selber. Schaut bei dir jede Zirch so gut aus in der Mitte drin, dass du sagst, du hast da immer dein Emblem eine... Geflammt ist das oder was? Ja, das war jetzt einer der ersten, die habe ich gefräst und dann ausgespachtelt, aber das ist eine Hundsarbeit, das zahlt natürlich keiner. Jetzt mittlerweile ist man ja, jetzt habe ich einen Laser da, jetzt wird das halt eingelasert. Also es ist tatsächlich so, innen drin, wenn man die Dinger aufmacht, die haben alle, schauen alle in etwas so aus, oben mit dem Emblem. Das ist ja genau dieses Wechselstimmstocksystem, man kann diesen ganzen Basskörper kann man quasi rausnehmen und wieder einbauen und das innerhalb von ein paar Minuten. Das heißt, die Zirch kann man in weniger als 2, 3 Minuten andere Stimmung reinmachen. Okay. Das ist ja das Besondere. Da kommen wir ja noch dazu, habe ich schon. Da können wir später. Da können wir noch, genau. Das schauen wir uns auf. Gut, dann hast du es in deiner Fräsen quasi ausgefräst. Dann sind die ausgefräst. Dann sind das quasi so eine Brettlern. Das ist mal die Optik. Wo schaut es dann ungefähr aus? Mhm. Da werden da auch noch die Ecken eingesetzt und dann wird der Korpus rundherum geleimt, dann wird die Stirn da oben, das Stirnholz wird aufgeleimt. Ja, und dann geht's halt weiter. Da fängt man an, den Griffstock zu fräsen. Das heißt, das müssen ja auch alles, die ganzen Taschen müssen ja einzeln ausgefräst werden. Der Griffstock muss mit dem Lagerbock, also der Lagerbock muss mit dem Griffstock verbunden werden. Gehört alles natürlich auf 1/10 Millimeter genau gemacht, damit da nichts schleift, damit das alles sauber durchläuft. Mhm. Und dann ist der Korpus eigentlich fast fertig. Gut, das Verdeck wird dann noch mit dazu gemacht. Das wird gelasert und wird auch geleimt. So ganz leicht eigentlich, so ein Zirch zum Bauen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, dann hätte ich das Projekt wahrscheinlich gar nicht erst angefangen. Okay. Also das war, da oben liegen ein paar Leichen, oder? Ein paar Leichen im Keller. Genau, so. Da, wo man sagt, das sind die ein paar Versuchsstücke für dich, oder? Genau, das war so einer der ersten, wo ich gebaut habe. Und man sieht schon vom Gewicht, die wiegt ungefähr so viel wie ein ganzes Tier. Ja. So haben die Anfänge in etwa ausgeschaut. Also das war mir... Also wenn man jetzt schaut, wie es jetzt ausschaut, war das eigentlich mehr stümperhaft als wie gut. Ja, und da sieht man schon, das ist ganz massiv da, so mit so einem dicken. Also das war eigentlich unspielbar, das Gerät. Das war so die erste, wo ich da gebaut habe. Und dann ist man noch ein bisschen ins Detail gegangen und feiner gegangen. Da oben zum Beispiel habe ich verschiedene Stimmstöcke habe ich ausprobiert. Welcher Bass klingt denn besser? Da habe ich da aufgestellt, so ähnlich ist er jetzt gerade. Dann habe ich mal so einen gemischten gemacht, wo es halb drin liegen und da aufgestellt sind. Und das war immer so eine Sache, damit der Bass so richtig schön schippt, wie er gerade schippt. Mhm. Habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, um einfach zu schauen, was am besten ist. Mhm. Genau. Was ist denn jetzt halt eine grobe Arbeit bei der Zirchbar und was ist jetzt halt eher sowas, was du sagst, das sitze ich da, da muss ich, weil das schaut jetzt halt schon ein bisschen nach Feinmechanik aus, möchte ich jetzt sagen, und nicht jetzt halt nach CNC-Fräsen, sondern das ist ja eher
Tüftel-Einlegearbeiten, und wenn ich dann auch da deine ganzen Schubladen anschaue, was du da alles drin hast, das schaut mir jetzt, und lauter Kleinstteile verteilt, ja, da drüben das auch. Ist richtig. Das, was ist denn jetzt da was Grobes? Ist das wahrscheinlich das Holzarbeiten, oder? Das Gröbste ist die Holzarbeit, ganz klar, bis natürlich dann der Korpus verschliffen ist, bis er eingölt ist und bis dann alles wirklich passt, bis die Kanten alle sauber sind. Okay. Ist aber natürlich, das ist die gröbste Arbeit, die Holzarbeit. Der Balk wird auch selber gemacht. Ja, also das ist auch noch relativ. Machst du selber? Den mache ich auch selber. Da gibt es halt auch so Rohlinge, die kann man kaufen. Ja, die werden dann auf dem Rahmen werden die aufgespannt. Diese Rohlinge werden aufgespannt. Da werden Lederecken verleimt rundherum. Ja. Ja. Und dann kommt eigentlich schon der Stoff drauf. Und das hast du die Äußere durch Try and Error, sage ich jetzt mal. Probieren, ja, und scheitern. Genau, selber. Mehr Arrow will try, ja. Ja, da kann man quasi einen Dirndlstoff aussuchen. Das genau, theoretisch kannst du alles drauf pappen. Da kannst du Zeitungspapier nehmen oder eben irgendeinen Dirndlstoff. Okay. Da ist man relativ flexibel. Aber was die Faltenanzahl betrifft, wenn das natürlich ein großer Kerl ist, der will da zwei Falten mehr, damit das ganz aufziehen kann, ja, dann ist man da höchst flexibel. Genau, mhm. Nachdem der Stoff aufpappt ist, kommen die Ecken drauf. Das sind diese Metallecken, die werden auch zugekauft, klar. Mhm. Zugekauft? Die sind zugekauft, genau. Okay, dann wird das also innen quasi, Innenleben ist Pappe, das oder ist wie? Pappe, genau, innen drin. In Niederzirch so, oder? Das ist in Niederzirch so, ja. Und das ist jetzt das Fichtenholz? Das ist innen drin das Fichtenholz, genau. Da geht es da, der Balk geht es da noch. Der Karton da rundherum überall abgeschnitten, damit das auch sauber zusammenpasst alles. Thank you.